Reich werden durch Immobilien klingt gut und genau deshalb sind darüber auch eine Menge Bücher und Ratgeber geschrieben worden. Was aber, wenn ich gar keine langfristige Finanzierung mehr möchte oder auch keine bekomme? Stellen wir uns einfach vor, ich hätte 100.000 Euro zur Verfügung und ich möchte davon 20.000 Euro in Immobilien investieren. Als Baustein einer langfristigen und strategischen Vermögensplanung. Tja, Eigentumswohnung für 20.000 Euro? Da wollt ihr nachts nicht durchfahren. Bleibt vielleicht noch ein Parkplatz oder einen Tiefgaragenstellplatz. Auch das ist nicht die erste Wahl. Es gibt aber eine Alternative und die werde ich euch heute gerne vorstellen. Ich grüße euch und hoffe, es geht euch gut. Ja, Immobilien sind tatsächlich eine Möglichkeit, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Warum? Weil man Immobilien beleihen kann. Macht doch mal ein kleines Experiment. Ihr nehmt 10.000 Euro und geht zu eurem Bankberater und sagt: Herr Bankberater, hier habe ich 10.000 Euro, damit möchte ich ein 100.000 Euro Aktienportfolio eröffnen. Was wird passieren? Der Bankberater wird ganz vorsichtig auf den V-Knopf unter seinem Tisch drücken und dieser V-Knopf steht für Verrückter im Haus, holt mich hier raus. Also, Spaß beiseite, Aktien kauft man nicht mit Fremdkapital. Bei Immobilien sieht das anders aus. Natürlich ist die Rendite von Aktien langfristig deutlich höher gewesen als die von Immobilien, aber sie ist nicht so gut planbar. Ihr wisst nicht ganz genau, wann die Aktien euch die Rendite bringen werden. Es kann also sein, dass 3, 4, 5 Jahre vielleicht relativer Stillstand im Depot ist oder es geht auch Richtung Süden und dann kommen mehrere Jahre, die dann für eine gute durchschnittliche Rendite sorgen. Das hilft euch aber herzlich wenig, wenn dann schon eure Finanzierung ansteht bzw. das Geld zurückfließen muss. Also, Aktien kauft man nicht mit Fremdkapital, nur mit Eigenkapital. Keine Schulden aufnehmen. Bei Immobilien sieht das anders aus. Ich gehe mal davon aus, dass weit über 90% aller Immobilien fremdfinanziert sind. Ihr braucht, je nach Bonität, zwischen 10 und 20% Eigenkapital, den Rest zahlt dann die Bank. Bei guter Bonität vielleicht sogar 0% oder es gibt eine 110% Finanzierung bei Beamten, die reich geerbt haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das entscheidend, also die Bonität. Und es ist auch gang und gäbe. Genauso werden Immobilien heute häufig gekauft und verkauft und es macht auch Sinn, denn ihr habt dadurch natürlich auch steuerliche Vorteile. Denn wenn es sich um eine nicht selbstgenutzte Immobilie handelt, dann könnt ihr die Kreditzinsen absetzen. Anders sieht es aber aus, wenn ich das gar nicht möchte. Und dafür gibt es durchaus Beispiele bzw. Lebensumstände, die dafür sprechen. Wenn ich zum Beispiel im fortgeschrittenen Alter bin, irgendwas zwischen 60 und 70 oder älter, das ist ja heute kein Alter mehr, aber es macht eigentlich in dem Alter oder in der Lebensphase keinen großen Sinn mehr, noch über 20 oder 30 Jahre ein Immobilienportfolio aufzubauen. Man will doch in dem Alter keine langfristigen Finanzierungen mehr sich ans Bein binden und kriegt sie natürlich auch häufig von der Bank gar nicht. Und vielleicht ist auch der Gedanke dahinter ein ganz anderer. Vielleicht möchte ich gar nicht ein großes Vermögen aufbauen, sondern ich habe ein Vermögen und das möchte ich verwalten und möchte bestenfalls eine gute Rendite und male mir aus, dass Immobilien eben ein Teil dieses Anlageportfolios sein sollten, einfach um ausgewogen investiert zu sein. Tja, das wird natürlich dann häufig, wenn das Vermögen nicht... Entschuldigung. Ihr glaubt es nicht, das war der Bankberater. Aber das wird natürlich dann häufig zu einem Problem. Also, was mache ich? Ich kaufe eine Immobilienaktie. Da schlage ich nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens kaufen die Gesellschaften die Immobilien in aller Regel günstiger ein, als ich das privat kenne. Denn die kaufen im Paket, ich muss eine Einzelwohnung kaufen. Vorteil Immobilienaktie. Zweitens, ich kann per Knopfdruck wieder verkaufen. Wenn ich denke, der Immobilienmarkt ist überhitzt, darüber habe ich gerade ein Video gemacht, kann ich einfach wieder verkaufen. Drittens, die Nebenkosten sind deutlich geringer. Kein Notar muss bestätigen, dass ich eine Aktie gekauft habe. Ein Notartermin ist nicht notwendig und auch Grunderwerbsteuern fallen nicht an. Und viertens, ganz wichtig, ich kann
genau in der Größenordnung investieren, wie ich das möchte. Also nochmal ganz wichtig festzuhalten, wenn es darum geht, nur Eigenkapital, also ich habe Kapital und ich möchte kein Fremdkapital aufnehmen, dann ist meines Erachtens die Immobilienaktie häufig die bessere Entscheidung. Etwas anderes ist es, wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen, wenn man vielleicht jünger ist und dementsprechend risikobereiter und man möchte Fremdkapital aufnehmen und man macht eine anständige Finanzierung, spricht nichts dagegen. Aber denkt dran, ein Klumpenrisiko sollte nicht entstehen. Habe ich insgesamt nur 20.000 Euro zur Verfügung und ich nutze diese 20.000 Euro einzig und allein dafür, sie als Eigenkapital bei einer Finanzierung zu verwenden, dann habe ich ein Klumpenrisiko. Über das Thema Diversifikation habe ich auch ein Video gemacht. Da spielen Immobilien selbstverständlich auch eine große Rolle. Gerade in Deutschland, denke ich, sind viele Leute da etwas zu übergewichtet in diesem Sektor. Also, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann stellt die bitte. Die Kommentarfunktion ist selbstverständlich wie immer offen. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut! Du willst wissen, wie du dein Geld trotz Minizinsen seriös und sicher vermehren kannst und wie du dich für die Zukunft absicherst. Erfahre alles zum Thema Geld über Aktien und Fonds, über Lebensversicherung und Bausparen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Ich freue mich auf dich.